Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5, Folge 32 steht an. Und wir machen heute noch ein paar Stories, würde ich sagen, oder eine Story zumindest, und schließen eine ab. Heißt, wir machen mehr oder weniger doch zwei und wir holen uns noch ein Haus. Das sechste von sieben Häusern, die Buena Esperanza. Rein damit. Schönes Häuschen, ne? Buena Esperanza. In den Dschungel verschwinden, wo dir nur die Tempelgesellschaft leisten. Wer will das nicht manchmal tun? Ja, mit einem Porsche 959, einem Hühnerkostüm und einem Super Whispin. Oh, wir haben Aussicht auf die Tempel, habe ich gerade gesehen. Nice. Oh, cool. Ja, und mit 488 Pista vorfahren. Sehr schön. Ja, machen wir einfach mal. So, wir gehen aber gleich wieder raus, weil wir haben ja noch was zu tun heute. Ne? Ich wollte bloß das Haus kaufen, weil kostet 700.000 Tacken. Wir drehen dafür aber auch noch mal schnell den Super Whispin. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Weil wir haben gut was zu tun. Oder halt hier, guck mal. 100.000, den Chimon und den Lexus SC300. Okay. Sehr gut. Dann haben wir im Fuhrpark noch ein neues Auto. Das gucken wir uns auch noch schnell an. 1997er SC300. Okay, den Porsche scheinen wir schon mal zu haben. Egal. Genau, dann ab auf die Weltkarte. Da haben wir nämlich hier vorne Abschluss des Wocho. Wocho? Wocho? Ich weiß immer noch nicht, wie der ausgesprochen wird. Egal. Da schließen wir ab und dann machen wir noch eine andere Story fertig. Genau, Wocho, Wocho, fortfahren. Eigenbau gegen Serienwagen. Jetzt erst recht. Alejandra präsentiert ihre eigene Interpretation des Wocho. Ein kompromissloser Geschwindigkeitsteufel Marke Eigenbau, genannt Hyper Wocho. 2 Minuten 38 müssen wir schlagen. Schauen wir mal, schaffen. Mal gucken, was der Hypo-Woche so also, kann. Ne? Was hast du geplant, Aleja? Nada, nada. Ich habe ein VW Käferfahrwerk in die Finger gekriegt und etwas gebaut. Von Grund auf. Papa Fernando würde denken, ich wäre wohl etwas locker. Und du hast hier auch ein Königseck, weil wir natürlich ein Rennen fahren werden. Diesmal krieg ich den Serienwagen. Halte ich nicht zurück. Okay. Käfer gegen Königseck. Abgemacht. Schauen wir mal, ist auf jeden Fall super creepy. Der König sagt, du musst halt schon weggehen, ne? Wenn dieser kleine Käfer da von hinten kommt. Weiß doch jeder, dass ein Käfer jeden VW zersägt. Alter. Jeden VW zersägt. Jeden VW jeden Königsegg zersägt, so. So, dann schauen wir mal, ob wir die Zeit gleich schaffen beim ersten Mal. Ansonsten hole ich es für mich nach. Die anderen Aufgaben habe ich auch für mich gemacht, mal so an einem Abend entspannt. Weil ja doch die meisten Sachen ja easy erst mal gepackt haben. Ja, was gut ist einfach, dass die Kiste Grip hat, wenn sie mal Grip hat. Ich glaube, du hast das alles nur so eingerichtet, um Hyperwatcher sagen zu können. Vielleicht. Bring deinen Watcho doch mal mit zur Automesse, dann zeige ich dir, wie du ihn umbauen kannst. Der Hyperwatcho, okay. Jetzt fahren wir hier wieder am See entlang, ne? Ich glaube ja. Auf jeden Fall sind es Streckenabschnitte aus dem Marathon, glaube ich. Ne, Kolossus war es, ne? Das hat aber stark blockiert, du. Au. Ey, das gibt's nicht. Ich krieg einen Schlag drauf und hab keine Traktion mehr. Aber nur länger Traktion. So. Ich habe ja vorhin gesagt, gedacht, wo er Königseck gesagt hat, dass die Königseck-Motor reingeknallt hat in das Auto.
Ich meine, wenn du jetzt die Rücksitzbank nicht beachtest, würde es bestimmt gehen, platzmäßig. Wenn man dann so draußen hängt wie hier. Na gut. So, der König ist jetzt auch bloß da, damit uns nicht so langweilig wird. Na, schauen wir mal, was schaffen. Na, ja, da besser anfangen. Okay, wir müssen viel besser anfangen. Yes. So. Na, schaffen wir die Zeit? Easy. Easy, 2,27 oder so. Oh, und mi Familia hat beim Außenposten eine kleine Ausstellung von Papa Fernandos Sachen organisiert. Schau mal vorbei. Klingt nach einem tollen Kerl. Hätte ihn gern kennengelernt. Easy, 3 Sterne. Easy. Von Anfang bis Ende. Die 3 Sterne in einem Kapitel einer Horizon Story. Nice. Sehr gut. 7500 EP. 20.000 Credits. Ui, ja, die brauchen wir. Die brauchen wir aber auch. Was kommt da noch? Kapitel Eigenbau. Steht sie alle Woche aus. Watcher-Auszeichnungen ab. Jo. Sehr schön. Sehr gut. Na, da haben wir gleich noch eine Belohnung. Yes! Force Edition. Vom Beetle, sehr gut. Genau, Autos, das. Auszeichnungen, was haben wir denn da noch? Das ist neu, oder? So. Gut, ich würde sagen. Auszeichnungen haben wir doch noch. Ah, Ruhmeshalle. Da. Ich wähle meine eigenen Abenteuer. Gut. Gut. Weltkarte. Jetzt machen wir noch Story Nummer 2 heute. Die haben wir letztes Mal auch schon mal angefangen. El Camino. The Sydney Wolverstone. Die haben wir schon mal angefangen in einer der ersten, wenn nicht sogar in der ersten Folge mit den Fotos. Und ja, die wollte ich ja dann auch nochmal in der Folge machen. Da hat das Spiel aber gedacht so, nö. El Camino de Sydney Wolverstone ist eine Abenteuergeschichte, die Reise einer Entdeckerin durch Mexiko im 18. Jahrhundert beschreibt. Es ist Carmens Lieblingsbuch, aber die Geschichte über die merkwürdigen Statuen ist nicht echt, oder? 3 Minuten 30? Na dann. Schauen wir mal. Viel Querfeld eingeballert, würde ich mal sagen. Coolen Autos. Wenn wir den Jeep Gladiator haben. Ein cooles Auto, muss ich mir noch kaufen. Weißt du noch das alte Buch, von dem ich erzählt habe? Ich habe es bei meinen Padres abgeholt. Ich möchte etwas ausprobieren. Und ich soll dich fahren. Und du sollst mich fahren. Bien. Fahr in die Barrancas. Ich erkläre es auf dem Weg. Okay. El Camino. Was suchen wir eigentlich? Mein Lieblingsbuch heißt El Camino de Sydney Wolverstone. Darin geht es um eine Entdeckerin, die Mexiko vor 200 Jahren bereist. Im Buch beschreibt sie Atalantes, die sie findet. Das sind gigantische Statuen. Aber hier in der Nähe sollten die... Entschuldigung. Ich will aber ein bisschen Zeit gut machen, wenn es geht. Hier eigentlich nicht sein. Riesige Statuen aus einem alten Buch? Eigentlich gibt es sie gar nicht. Genau. Ich habe mich nur an die Hinweise aus dem Buch gehalten. Kannst du vielleicht mit dem Auto am Fuß des Copper Canyon direkt in den Fluss fahren? Was ist denn das für eine Frage? Ja, klar kann euch. Ach klar, das Problem ist, das Auto ist halt sowas von null. Offroad-tauglich. Was ist das eigentlich lang? Ja, gib ihm. Ganz einfach mal, was geradeaus so geht. Wenn man nicht gerade gegen den Baum fährt. Reicht das? Nein. In der Luft lenken reicht nicht, Kinder. Ich werde die 3 Sterne holen, weißt du? Alter.
Das gibt's doch nicht. Ah, ausgewichen. Haben wir El Camino, das hat er für null gedacht, ne? Ah! Sehr schön, come on. So, ein Drittel der Zeit haben wir jetzt hinter uns. Hier. Jetzt. Dann ist die Straße. Wie der Spanier sagen würde, L-Straße. So, sehr gut. Sehr gut gemacht. Ja, es geht eigentlich schon darum, ne, in den Aufgaben hier einfach so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Und da ist natürlich dann, sag mal, Offroad fahren ganz cool. Jetzt haben wir immer noch über 1,5 Minuten. Sehr gut. El Camino ist schon ein cooles Auto so an sich. Machen wir hier Fotos. Im Buch schlägt Lady Sydneys Expedition hier ein Lager auf. Aber das ist nur eine Geschichte. Ja, im Buch geht es darum, auf einer Insel das Lager aufzuschlagen und die Statue im Licht des Nachmittags zu finden. Also ungefähr zu dieser Tageszeit. Okay, dann schauen wir doch mal, ob das die passende Statue ist. Ja, sehr schön. Neues Auto fotografiert. Und das Ziel erreicht. Nice. Sehr cool. Es ist unglaublich. Warum hat sie bisher niemand gefunden? I don't know. Aber wir haben es jetzt gefunden. Ja, guck mal, sogar eine Minute schneller als verlangt von uns. Sehr schön. Hola, mi amigo. Dem Buch zufolge gibt es eine Statue am El Arco de Cabo San Lucas. Wolverstone hat sie wohl bei Sonnenuntergang gefunden. Aber vielleicht wagen wir ein Experiment. Ich habe herausgefunden, wo die Statue laut Buch stehen soll. Wenn wir jetzt aufbrechen, sind wir am Vormittag dort. Vielleicht finden wir dann was. Alternativ sollten wir pünktlich zum Sonnenuntergang am El Arco sein. Glaubt man der Geschichte, sollten wir dann die Statue finden. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber wir porten uns natürlich dahin. So. Oder? Wir machen einfach immer eins nach dem anderen. Ich meine, wir haben hier... Ah, die Schnellreise, das ist ganz gut. Das spart mir echt viel Zeit, auch im Schnitt. So gut wie keinen mehr machen muss. Wo ist denn jetzt hier das Kapitel? Jetzt ja, El Camino, fortfahren. Statue bei Sonnenuntergang. Wir trafen auf den Nachschub wie erwartet. Unser Schiff ankert in der Nähe eines steinernen Bogens. Im Schein der untergehenden Sonne erblickte ich eine große Statue von ähnlicher Bauart, wie wir sie bereits an anderen Orten vorgefunden hatten. Ich hatte sie ganz deutlich vor Augen und dennoch war ich sicher, sie kurz zuvor am selben Tag noch nicht gesehen zu haben. El Camino de Sydney Wolverstone, Kapitel 1, here we go. Gehen wir! Die Sonne geht unter, aber wir haben noch genug Zeit, um zum Strand zu kommen. Ich bin so aufgeregt. Was meinst du? Finden wir sie? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Aber ich glaube, in Mexiko steckt oft mehr dahinter, als man auf Anhieb erkennt. Los geht's! Ja, und das mit so einem coolen kleinen Toyota. Nice. Noch ein Foto am Ort nahe der Statue. Okay. Stellen wir 2 Minuten 10, ja, kriegt man hin. Kriegen wir locker hin. Ja, okay, viel Offroad. Okay, da runter an den Zipfel, cool. Also den Zipfel des Landes. Kleine Halbinsel. Wo
Wusstest du, dass Sydney Wolverstone auch, wie sagt man, eine Botanista war? Eine Botanikerin, eine Naturforscherin und eine Botanista. Du willst über die Maravillas de Mexico sprechen? Dann lies mehr über sie. Oh. Sehr gut. Hallo, bitte kein Baharin hier abhalten. Dankeschön, ich muss hier bloß durch mit meinem kleinen Jeepy. Dankeschön, tschüss, war cool bei euch. Ich muss bloß da hinten hin. So ein bisschen durch die Wüste, gib ihm. Wie viel Zeit ist hinter uns? Nein. Ach, komm, weiter. Yes. Gas, ja. Auch wenn ich die Automatik im Spiel lobe, manchmal hat sie echt Probleme runterzuschalten. Im Buch werden diverse Orte beschrieben, an denen Sydney Wolverstone Statuen fand. Sie glaubt aber nicht, dass sie aztekisch waren. Das ist interessant, denn ich finde, sie wirken toltekisch. Aber nicht mal das ist klar. Wir wissen wenig über die Tolteken. Nein, über den gesamten Zeitraum vor der Eroberung. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. In Mexiko ist so viel vergessene Geschichte. So viel, was wir nicht über die Menschen wissen, die hier tausende Jahre lang gelebt haben. Sie hat ein bisschen die Stimme von Cortana. Deutsche Stimme aus dem Horizon 4. Da gab es auch so eine Cortana-Challenge. Ah, das schaffen wir nicht auf 3 Sterne, verdammt. Egal. Hol ich dann noch nach. 23 schaffen wir locker. Wir hätten mal Offroad eine andere Route wählen sollen. So, da haben wir den Punkt. Bogen am Meer. Gib ihm. Yes. Ja, den Toyota haben wir schon mal fotografiert, auch nicht schlecht. Au. Interessant. Das ist offenbar kein aztekisches Design. Aber es erinnert mich an Tlaloc, den Regengott. Wie aufregend. Ich finde heraus, wo die nächste ist und rufe dich dann an. Wo ist die Statue? Nach Süden und landeinwärts. Ganz sicher. Ich melde mich. Da ist sie. Direkt in der Sonne, so wie es im Buch steht. Mach ein Foto. Guck mal, wegen 13 Sekunden, ne? Ui. Da hätte ich den Dreher nicht drin gehabt in der Wüste oder eine andere Route leicht genommen. Hätten wir es geschafft. Also, 30 Sekunden ist halt nichts. Bei nächster Gelegenheit, wenn. Ja. Ach, das haben wir die eine Story natürlich übersprungen. Aber gut, die machen wir halt auch noch gleich. Das ist dann Nummer 4. Genau, Nummer 4 steht dann an. Hola, mi amigo. Hey, ich habe das Tagbuch immer und wieder gelesen. Ich glaube, dass Lady Sydneys Expedition ins Landesinnere kam, aber no sé, es ist schwer, Beweise zu finden. Wir erreichten am Vormittag die Küste in der Nähe des steilen Bogens, wo unser Versorgungsschiff ankerte. Wir verbrachten eine Zeit mit den Kunden der spektakulären Klippen und Formationen, zweifellos von Wind und Wetter geformt worden waren. Wie sich später herausstellen sollte, war es seltsam, dass wir bei der Erkundung nichts Nennenswertes fanden. Okay. Na gut, die Statue am Mittag. Heute mit den besten News in Statuen-Game. Statuen auf den Osterinseln, fallen auf Pfingsten. El Arco de Cabo San Lucas, ob die Landschaft zum Buch passt. Schaffst du es dahin? Also schnell? Du kannst Gedanken lesen. Sehr gut, wir fahren einen Miles Manx. Müssen wir hin? Ach da, okay. Ich bin die Statue am Stand. Okay. 5 Minuten, bis wir da sein sollen. Ja gut. Easy Game. Hui. Da wäre mal das perfekte Auto. Aber ein bisschen Tune spielen, wa? Tune. Hui. Ist das dasselbe Weg dahin? Egal, wir spielen einfach alles. Und dann kommt da wahrscheinlich eh noch was, weil wir eh
Vormittag hinfahren. Ob man auf die. Ne, auf die Insel da drüben kommt man nicht, ne? Das ist nur Deko, das ist schade. Da, unten am Strand! Der Buch steht. Wir haben die Statue beim Argo gefunden, wie sie im warmen Licht der untergehenden Sonne über den Pazifik hinausblickt. Okay, auf der Seite des. Von Mexiko sind wir. Sind wir im Westen. Eine Statue. Ich sehe nicht. Tja, okay, holen wir uns was zum Mittagessen und versuchen es später. Okay. Die Statue ist weg. Und nu? Ich hab ja gesagt, das ist der beste Ort in Molokai fürs Mittagessen. Stimmt doch, oder? Wir müssen los. Bringst du uns zum Strand, bevor die Sonne untergeht? Du meinst vor der Sonne fliehen? Ja, das schaffe ich schon. Erst recht mit einer extra Portion Tres Leches Kuchen. Kuchen. Ich hab Bock auf Kuchen. So, komm schon, kleiner Myers Max. Ab geht's. Unter 1 Minute 50? Ja. Ah, guck mal, wir können gleich da über den Strand andüsen. Sehr gut. Ich weiß, wir fahren jetzt hier schon mal drauf. Ja, easy. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so schwer. Guck mal, wir haben immer noch über 70 Sekunden Zeit. Ah, da ist die Statue. Cooles Bild. Aber vielleicht nehmen wir es als Thumbnail, wer weiß. Hat irgendwas als Bild? Na, schauen wir mal. Vielleicht können wir noch vom cooleren Auto ein Bild machen. Wir gucken mal. Okay, das finde ich unheimlich. Sie ist genau da. Wie konnten wir sie übersehen? Vorhin lag ja alles noch in tiefen Schatten. Vielleicht haben wir sie nur übersehen. Aber jetzt will ich unbedingt noch mehr dieser mysteriösen Statue empfinden. Sehr gut, wenigstens auf 3 Sterne geschafft. Ehre. So, das war jetzt Kapitel Nummer 4. Jetzt haben wir noch 9 vor uns. Wieder 13 Stories sind. Nächstes jetzt hier. Jo. Rein da. Müssen wir warten. Ich es mal auf die Seite. So. Mulege. Nach unserer Ankunft folgten wir dem Flussstrom aufwärts, wo wir ein hübsches Tal im Schatten der Berge fanden. Hier schlugen wir unser Lager auf und eine ansässige Weise erzählte mir viele Geschichten, die ich alle in diesem Buch niederschrieb. Auf ihren Ratschlag hin fand ich am Südufer des Flusses unter den Bäumen eine weitere Statue, die vom Regen noch was nass war. Okay. Dann schauen wir nochmal. Hör mal, das Dorf Mulegé, eine Oase der Ruhe. Wenn sie es nach Molokai geschafft hat, muss die Expedition flussaufwärts gegangen sein. Ja, möglich. Es ist unglaublich. Müssen wir hin? Ah, okay. Gut. Dann hart links. Ich bin mit Escuela gegangen. Und meine Lehrer haben gesagt, dass Lady Wolverstones Abenteuer Fiktion sind. Wie Pedro Paramo oder Sherlock Holmes. Sie hat also nie Anerkennung bekommen? Sie wollte keine haben. Sie hat ihre Geschichten für ihre Enkelkinder geschrieben. Aber wenn sie wahr sind, sollten sie weitererzählt werden. Du und ich können es beweisen. Vamos, nach Molokai. Wir können das Zentrum anfangen und dann nach außen fahren. Ja, dann. Crashtus machen. Ohne Crashtus, Alter. Oh, ein Crashtus-Eis wäre jetzt cool. Aber ich habe keins gekauft. Warum?
Weil halt. So. Und 32. Boah, das wird selbst hier knapp. Schauen wir mal. Kommen wir jetzt wieder nicht in die Quere. Sehr gut. Schon noch knapp über 20 Sekunden. Come on. Gas. Come on, come on, come on. Yes, wird was. Ich glaube, das wird was. 10 Sekunden noch. Ah, Mist, das habe ich schon mal nicht geschafft. Shit. Okay, immerhin Hammers. Ich weiß dann, ab wann ich einen Blitzer fürs nächste Mal lösen muss. Sehr gut. Sehr schön. Lady Sydney schreibt, dass eine Brucher, eine weise Frau hier im Ort, meinte, die Statuen sehe man nur an bestimmten Tagen im Regen, weil sie Statuen von Tlaloc sind. Ich glaube immer noch, die Bäume verbergen sie. Aber ruf an, wenn du den nächsten Standort kennst, ja? Okay. Hey, wegen 2 Sekunden, ne? Nee, wegen 200stel, Alter. Ich hätte früher auf den Fotoknopf drücken sollen. Naja. Gut. Hola, mi amigo. Das ist die nächste Story. Schnell reisen wir da gleich mal hin, hätte ich gesagt. Chillt, nimm mit. Hey, Haley hat wegen der Promo-Fotos angerufen. Ich habe ihr gesagt, dass ich glaube, dass Lady Sydney Wolverstone eine der ersten Entdeckerinnen war, die Champa betreten hat. Bin schon unterwegs. Bin schon da. Cascadas. Die herrlichsten himmelblauen Wasserfälle versperrten unser Fortkommen. Hier schlugen wir unser Lager auf und legten reichlich Vorräte an, denn ich hatte vor, auf der Suche nach weiteren Wundern den Landweg zu beschreiten. Aus einer Laune heraus beschloss ich, den Wasserfall zu erkunden. Ich war schon immer eine gute Schwimmerin, weshalb es einfach war, hinter die Kaskade zu gelangen. Was ich dort sah, ließ mir den Atem im Hals stocken. Okay. Nummer 6. Jetzt haben wir knapp die Hälfte hinter uns. Sehr schön. Bereit für Agua Azul? Bien. Wir werden vielleicht ein wenig nass. Ich werde die Fenster schließen. Wir haben keine Fenster in dem Buggy. Aber gut. Okay. Ich übersetze weiter. Das kalte Wasser von Agua Azul stillte unseren Durst und beflügelte unsere Herzen. Im Herzen des blauen Wassers fand... Sie? Suchen wir vielleicht nach mehr als einer Statue? Und im Herzen des blauen Wassers? Was soll das bloß heißen? Das ist eine gute Frage. Okay, wir müssen ein bisschen durch den Sumpf sumpfen. Die Frage ist, warum wurde das Tagebuch von Lady Sydney Wolverstone als Fiktion veröffentlicht? Sie war wirklich hier. Sie hat Aventuras in ganz Mexiko erlebt. Vielleicht wollte sie nicht berühmt sein. Oder vielleicht dachte sie, dass ihr niemand glauben würde. Muy bien. Fahr weiter nach Westen. Dann runter von der Straße, wenn wir in der Nähe der Wasserfälle sind. Ja, erstmal hier durchs Dickicht kämpfen. Ja, komm jetzt. Ich glaube, wir fahren wieder da so ein bisschen auf die Straße zurück. Ja, links hoch zumindest. Ja, okay, dann schaffen wir es zeitlich auch easy bis jetzt. Na, come on. Okay. Ey, vor mit dem Camino.
Okay, wir haben echt Zeit. Okay, sehr schön. Keine neuen Autos, so. Die Bilder sind gut. Und weißt du, weil wir Bilder haben, kann uns keiner Loco nennen, wenn wir die Statuen nicht wiederfinden. Okay. Guck mal. Fast 17 Sekunden Zeit dafür, sehr schön. Ja, noch Zeit gehabt dafür. Eieiei, das ist groß. Ich glaube, das ist unsere nächste Spur. Triff mich, soweit du kannst. Okay, machen wir dann noch. Dann mehrere Fotos sein, ich weiß gar nicht. Das ist, ach, zum Rasen geboren. Okay, ja, das ist eine der Stories, die wir dann demnächst machen. Wahrscheinlich jetzt immer so Stories und Meisterschaften im Wechsel machen. Valle de las Ranas. Noch nie zuvor hatte ich solche Felsen und Formationen wie diese gesehen. Wir schlugen unser Lager in einer geschützten Ecke auf. Ich muss zugeben, dass die Ankunft eines großen Sturms nicht mit einer großen Vorahnung mich mit einer großen Vorahnung erfüllt, da ich Geschichten über einer weiteren Statue in der Nähe gehört hatte. Der Morgen war kaum angebrochen, als ich mich auf die Suche nach der Statue machte. Nachdem ich zwischen den Felsen im Norden des Pfades umhergeklettert war, fand ich sie schließlich. Okay. Ich habe jetzt gar nicht die Zielzeit gesehen, aber gut. Ich merke, ich muss generell mehr lesen, glaube ich. Ich tue mich gerade momentan so schwer mit Lesen. Ich habe mehr von Lady Sydney gefunden. Oh, Bronco. Entwürfe von El Camino. Sie hat Bleistiftzeichnungen der Formation angefertigt, die ich in Valle de las Ranas gesehen habe. Und sie hat eine der Statuen skizziert. Fahr voran. Dann, here we go. Okay, also. Fantastische, in Stein gemeißelte Wesen. Und sie fand die Statue am frühen Morgen. Und pass auf, das war nach einem Gewitter. Das ist noch eine Statue von Tlaloc? Interessant. Mal sehen, ob wir sie finden. Das Valle ist östlich von Guanajuato. Na los, Valle de las Ranas heißt Tal der Frösche. Ich fand immer, sie sahen aus wie mystische Wesen. Das tat Lady Sydney auch. Sie hat Zeichnungen davon angefertigt. Ach, stell dir das vor. Eine Entdeckerin wie Lady Sydney kam hierher mit nichts als Ganacio und Gran Amor für die Bildnis von Mexiko. Sie klingt wie jemand, den ich kenne. Ja, ich mache Fotos von Autos für das Festival. Ihr macht die Arbeit. Und mein Wagen ist viel schneller als ihrer, oder? Wir haben etwas mehr als eine Pferdestärke. Ich glaube, ich bin auch Fotografin geworden, weil ich das Tagebuch gelesen habe. Ich wollte dieselbe Bejesse einfangen wie sie. Okay. Und ich baue schon mit dem Bronco hier easy peasy durchs Gelände. Warum? Bronco ein starkes Pferd ist. So schaut's nämlich aus. So. So, jetzt müssen wir die Statue finden. Die sonst wo ist. Die hier vielleicht? Okay, einfach die Stelle fotografieren. Gut. Ist ja einfach bis jetzt. So, weiter geht's. Der Bronco immer noch eines der coolsten Autos im Spiel. Heute ist das Valle de las Ranas eines der meistbesuchten Naturwunder in Mexiko. Lady Sydney erkannte ein Wunder, wenn sie es sah. Aber im Reiseführer steht nichts von einer Tlaloc-Statue hier. Das ist sehr gut. 30 das Foto geschossen, über eine Minute schneller als 3 Sterne erforderlich machten. Sehr gut. Es ist wieder dunkel, doll. Haha, ich hab es. Ich habe keine Zeit, das zu erklären. Komm einfach her. Okay.
Ich glaube, wir haben keine Verzweigung mehr, ne? Momentan in der Story. Also noch nicht. Vorhin hatten wir eine. Kapitel 3 und 4. Und jetzt nicht mehr. Ah, da haben wir's. Auf den Rat eines örtlichen Bauern hin begaben wir uns in den Dschungel, um eine große Stadt zu finden. Es waren um die 20 große Gebäude aus Stein, die alle unter einem zentralen Komplex herum angelegt waren. Ich stieß auf drei Steinlesen in der Art. Komisch, das ist ein komischer Buchstabe. Die mir mittlerweile schon vertraut waren. Zwei davon im Komplex selbst und ein Drittel lag im Süden. Zwischen den Bäumen schwer zu erkennen. Erst als wir das südlichste Gebäude durchquerten, entdeckten wir ihn. Okay, 2 Minuten 15. Ek Balam. Ich habe die letzten Seiten des Buchs mit den anderen Aufzeichnungen verglichen. Es ist Ek Balam. Das muss es sein. Lady Sidney Wolverstones Expedition führte sie nach Süden. Nach Ek Balam. Ja, cool, wir fahren Lambo LM002. Ek Balam wurde erst in den 90ern richtig erforscht. Aber wir wissen sehr wenig darüber. Forscher streiten sich sogar darum, wie viel historisch korrektes Wissen wir über die Tolteken haben und wie viel aztekische Legende ist. Warum fahren wir dann nach Ek Balam und nicht nach Tula? In Wolverstones Buch heißt es natürlich nicht Ek Balam, aber sie beschreibt es als einen großen Gebäudekomplex mit vielleicht 20 oder mehr Gebäuden und einem großen ovalen Palast. Und Achtung, drei Statuen, wie ich sie auch anderswo fand. Drei? Oh, come on. Was macht denn da der Baum? Hatten wir uns ein bisschen rechts. Es waren aber ziemlich sicher nur zwei. Und das ist nicht alles. Sie schreibt, die dritte größte Statue aus dem Stein, der mir so vertraut geworden ist, lag im Süden des Komplexes, kaum sichtbar, im peitschenden Regen. Dann fahren wir, bevor der Regen aufhört. Was machen wir? Was mache ich hin? Oh, ach da, okay. Tempelanlage, gut. Knapp Hälfte der Zeit hinter uns. Ah nein, Oma sieht das Haus, wollen wir nicht umrasen. Wir wollen Oma sieht das Haus immer noch nicht umrasen. So, da einmal außen rum bitte, dankeschön. Oma sieht das Auto, ja, da kaufen wir einfach 10 neue, wir haben das Geld. Können sie alle paar Jahre mal eins kaputt machen. Sorry. Aber der wilde Stier muss ja durch. Ah, es wird zeitlich, aber auch wieder so eine knappe Kiste, habe ich das Gefühl. Wo? Was haben wir, glaube ich, richtig? Ja. Na, oh, come on. Da ist die Statue, habe ich schon gesehen. Yes, 200 Autos fotografiert. Und die Statue rechts, sehr gut. Hui. Hui, hui, hui. Au. Hat Spaß gemacht. Aber irgendwie hätte es am Ende noch einen Schatz geben müssen. Bueno, vielleicht... Waren der Schatz die Freunde, die wir gefunden haben? Das hast du gesagt. Dann war's das? Eine Sache noch. Dem Buch zufolge nahm Wolverstone eine Jadestatue von hier mit, hat sie aber mit einer Springflut verloren. Vielleicht finde ich raus, wo das war. Ich rufe dich an, sobald ich was weiß. Jetzt bin ich neugierig. Ruf an, ja? Sehr schön. Drei Sterne.
9 Sekunden Zeit über. War, glaube ich, passabel, weil anders geht's halt nicht bei den Sachen, ne? Außer du düst querfeld ein. Hey, Superstar. Lass uns bitte das, die Straße da runterdüsen mit irgendeinem coolen Auto. Danke. Keine Zeit für Erklärung. Komm vorbei. Mhm. Danke, Carmen. Geht es um das Buch? Carmen antwortet nicht gut. Tempel von Quechua. Quechala, glaube ich. Auf unserer Rückreise eilte uns schließlich eine Katastrophe. Eine plötzliche Flut trug mehrere Wagen und die kleinere Statue davon, die wir aus der Stadt der Riesen mitgenommen hatten. Glücklicherweise kamen uns Leute von nahegelegenen Farmen zur Hilfe und obwohl die Statue verloren ging, bekümmerte mich das wenig. Wir werden uns wohl nach Guanajuato begeben und ich werde etwas Zeit damit verbringen, die Geschichte dieser Reise niederzuschreiben. 1:40 läuft. Jahreszeitwechsel steht da? Ah, da bist du ja. Also ich hab's. Weißt du noch, die Springflut? Sie war nahe einer verlassenen Kirche am Fluss. Das muss der Tempel von Quechula sein. Los, vamonos. Vamonos im Velociraptor. Cooles Auto. Claro. Fahr zum Tempel bei Quechula. Lady Sydney hat noch ein Wunder für uns. Und du zeigst mir, wie ein Fahrer aus der Romeshalle fährt, oder? Ja. Der Tempel bei Quechua nicht überflutet? Ich habe keine Tauchausrüstung dabei. Ay, qué chistoso. Quechua befindet sich in einer Talaue, aber es war sehr lange trocken. Der Weg zum Tempel ist frei. Ich nehme es zurück. Los! Yo. Sechs rädrigen Raptor-Umbau. Hennessy Velociraptor. Jetzt ab. Für mein Hennessy ist schon eine coole Sache, oder? Bauen einen Hypercar auf Basis von einem Lotus. Bauen den Exorcist, einen 1000 PS Camaro, um den Dodge Demon Einhalt zu gebieten. Doch Hellcat. Bauen sowas hier. Das ist schon eine coole Firma so an sich. Ich weiß gar nicht, ob das Auto hier die Antwort zu Mercedes 6x6 G-Klasse war. Ich glaube, so ein bisschen schon, ne? Ja, Hauptsache, du hast ein Auto mit LKW-Führerschein, zumindest in Deutschland. Du musst den aufgrund seiner 6 Räder mit LKW-Führerschein fahren, also musst du den LKW-Führerschein machen. Okay, trockener Fluss. Sehr gut, wir sind richtig, wir schaffen es aber zeitlich wieder nicht. Schade. Nee, Chance null, egal. Ay, qué rápido. Diese Kirche ist 500 Jahre alt. Sie wurde in der Hoffnung gebaut, dass sie Zentrum einer wichtigen Stadt werden würde. Das wurde sie aber nie. 1966 wurde der Staudamm gebaut und das Tal überflutet. Schade. Sehr schön. Unfassbar. Wie das letzte Kapitel des Buchs, das ich als Kind nicht lesen konnte. Ich sag's nur ungern, aber ich glaube, das gehört ins Museum. Das stimmt. Weißt du, man sieht sie nicht, wenn man nicht zum richtigen Zeitpunkt dort ist. Das glaubst du doch nicht, oder? Immerhin zwei Sterne, sehr gut. So, jetzt ist dann Kapitel 10 am Start oder so? Ich glaube ja.
Wo haben wir denn die nächste Story? Das hier? Kapitel abgeschlossen, ja. Okay, es ist keine neue Fotokampagne am Start. Wir gehen trotzdem mal hin. Irgendwas müssen wir jetzt nochmal schaffen. Wir werden es in dieser Folge machen. Ein paar, zwei... Okay, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen was schaffen. Das sind alle? Okay. Das scheinen momentan alle zu sein, die wir haben. Ich meine, mehr Stories haben wir nicht. Hier ist es noch eins, zwei... Genau, die 9 fehlt, die 5, die 3. Ja gut, ich würde sagen, die mache ich noch, die schneide ich jetzt noch hin, die erfolgreichen Versuche. Und dann sehen wir uns gleich zum Ende der Folge. Bis gleich. Design. Aber es erinnert mich an Tlaloc, den Regengott. Wie aufregend. Ich finde heraus, wo die nächste ist und rufe dich dann an. Wohin führt der Pfad von hier? Nach Süden und landeinwärts. Ganz sicher. Ich melde mich. Da ist sie. Direkt in der Sonne, so wie es im Buch steht. Mach ein Foto. Lady Sidney schreibt, dass eine Brucha, eine weise Frau, hier im Ort meinte, die Statuen sehe man nur an bestimmten Tagen im Regen, weil sie Statuen von Tlaloc sind. Ich glaube immer noch, die Bäume verbergen sie. Aber ruf an, wenn du den nächsten Standort kennst, ja? Sie wurde in der Hoffnung gebaut, dass sie Zentrum einer wichtigen Stadt werden würde. Wurde sie aber nie. 1966 wurde der Staudamm. Unfassbar. Wie das letzte Kapitel des Buchs, das ich als Kind nicht lesen konnte. Ich sag's nur ungern, aber ich glaube, das gehört ins Museum. Das stimmt. Weißt du, man sieht sie nicht, wenn man nicht zum richtigen Zeitpunkt dort ist. Das glaubst du doch nicht, oder? Ja, sehr schön. Haben wir das Foto geschossen. Und damit haben wir alle Kapitel auf 3 Sterne geschafft. Nice. Währenddessen ist mir auch einmal das Spiel abgeschmiert. Das hat gemeint, es muss ewig laden. Ist das eigentlich irgendeine Belohnung dafür? Dafür, dass wir jetzt alles auf 3 Sterne haben oder nur einen feuchten Händedruck und hoffen, wie es bin's. Wir sehen es gleich mal. Genau, für die 3 Sterne, ja. Oh, guck mal, wir haben da was. El Camino Supersport, sehr schön. Und GTC 4 Lusso. Oh, schöner Fefe. Sehr cool. Stories, ne? Was haben wir hier? Ah, schieße ein Foto im tiefen Sturm. Decke und fotografiere die Molege-Statue. Okay.
Decke fotografiert die Statue nahe der Cascadas de Agua Azul. Mhm. Entdecke und fotografiere die dritte Statue von Tialok nahe Ekbalam. Gut, das mache ich alles noch. Woche haben wir für alles. Gut, dann machen wir das nächste Mal wahrscheinlich eine Meisterschaft. Genau. Wir haben ein paar V-Spins. Sehr schön. Aber das war's dann für die heutige Folge. Schauen wir mal die neuen Autos an. Wunderbar, wunderschön, wundertoll. Ich habe natürlich, euch hat die Folge heute gefallen. Wenn ja, lasst doch einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Horizon 5. Bis dahin, servus und fürti. Und lasst Liebe da, ein Abo und einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao.